Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen und Kolleginnen. 2003 begannen in der Darfur-Region im Sudan Kämpfe zwischen Rebellengruppen und der sudanesischen Regierung. 2007 beschlossen die UN und die Afrikanische Union erstmals eine gemeinsame Mission, um zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln und vor allem zugleich die betroffene Zivilbevölkerung vor brutalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen. Trotz schleppenden Fortschritts konnten wir in den vergangenen Jahren Verbesserungen der Situation und den Willen zu einer Konfliktlösung beobachten. Die Ansätze sind vielversprechend, seit die sudanesische Regierung und einige der Rebellengruppen aus Darfur im Dezember vergangenen Jahres auf Vermittlung des Auswärtigen Amtes ihren Willen zur Fortführung der Friedensverhandlungen erklärt haben. Dass das Auswärtige Amt dabei entscheidend vermitteln konnte, unterstreicht auch, dass Deutschland in der Region als starker und verlässlicher Partner gesehen wird. Und das ist gut so. Liebe Kollegen und Kolleginnen, die Fortführung des Friedensprozesses ermöglicht es, dass sich UNAMID wie geplant nächsten Sommer zurückzieht, im Sommer 2020. Die Mission steht damit auch beispielhaft dafür, dass, was immer kritisiert wird, dass die internationale Gemeinschaft Einsätze beginnen und beenden kann und dann die Verantwortung in die Hände vor Ort zurückgibt. Aber, und das muss man eben auch sehen, die Mission muss vernünftig und mit Blick auf Nachhaltigkeit beendet werden, nicht Hals über Kopf. Dazu müssen wir weiterhin mit der sudanesischen Regierung im Gespräch bleiben. Und trotzdem bleiben Sorgen beim Blick nach Sudan. Seit mehreren Wochen wird den Hilfsorganisationen, die humanitäre Hilfe leisten wollen, der Zugang nach Darfur verweigert. Selbst die GIZ hat Probleme. Und unter dem Schlachtruf "Wir sind alle Darfuris" finden seit Mitte Dezember regelmäßig Proteste der Bevölkerung in allen Landesteilen des Sudan statt, da die Menschen kein Vertrauen mehr in die bestehenden staatlichen Strukturen haben. Es gibt, wenn überhaupt, heillos überteuertes Benzin, kein Bargeld mehr in den Automaten. Der Staat ist pleite und die Wirtschaft liegt vielerorts am Boden. Und genau deshalb muss dieser Abzug deutlich stärker als Teil eines umfassenden Wirtschafts- und Konzeptes gedacht werden. Denn 2 Millionen Internvertriebene und 1 Million Flüchtlinge aus den umliegenden Ländern stellen eine große Herausforderung dar. Aber Organisationen wie die Welthungerhilfe oder die GIZ leisten dort hervorragende Arbeit. Seit 2016 ist alleine vom Auswärtigen Amt in Höhe von 33 Millionen Euro Mittel für humanitäre Hilfsmaßnahmen bereitgestellt worden. Der Sudan ist ein wichtiges Herkunfts-, Transit- und Aufnahmeland von und für Geflüchtete. Ich denke, das muss man einfach sich genauer anschauen. Es geht nicht nur darum, dass Leute von dort fliehen, sondern auch Leute in den Sudan fliehen. Und deshalb fördert das BMZ daher mit etwa 82 Millionen Euro Maßnahmen im Bereich Flucht und Migration. So werden unter anderem Gemeinden im Osten und Süden des Sudan gestärkt, um Geflüchtete besser aufnehmen zu können und Beschäftigungsmöglichkeiten bereitzustellen. Ein Beispiel: Im Ostsudan, in Kassala und Garef, wird für aufnehmende Gemeinden und Geflüchtete Berufsausbildung und Ernährungssicherung angeboten und mit den Menschen bearbeitet. Bei dem düsteren Bild gibt es dennoch Hoffnung, denn die Proteste zeigen die große Bereitschaft der Bevölkerung und insbesondere der jungen Menschen anzupacken und das Land mit aufzubauen. Mit den alten Eliten dagegen scheint kein Staat mehr zu machen zu sein. Weiter beispielhaft verweise ich auf ein Projekt des Goethe-Instituts und der Friedrich-Ebert-Stiftung zur Stärkung der Bürgerinnen und Bürger im Sudan. Auf kommunaler Ebene geht es um die Förderung der Zivilgemeinschaft und insgesamt um eine stärkere gesellschaftliche Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Liebe Kollegen und Kolleginnen, die Bedeutung eines ressortübergreifenden Ansatzes zeigt sich mit Blick auf die Zeit bis zum Abzug und danach. Außenpolitik mit ihren Mitteln der Diplomatie und humanitären Hilfe muss noch stärker mit langfristig angelegter Entwicklungszusammenarbeit
umgesetzt werden, um eine wirtschaftlich starke Entwicklung in diesem Land neben der Flüchtlingsproblematik, die zu verbessern, umgesetzt werden. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie daher nochmals um Zustimmung für dieses Mandat. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Peter Büstron für die AfD-Fraktion.